Ja, hallo, willkommen zu der Garden Academy. Heute mit der Anna, dem Uwe mal vor der Kamera. Hallo. In der Kamera, weil du hast ein Experiment heute. Genau. Und mit dem Sven. Ja, apropos Experiment. Wir wollen gucken, was du da letzte Woche gemacht hast, ob das schon gut geworden ist. Ob da schon jetzt Erntefolge sind. Wir schauen gleich mal rein. Wir schauen mal rein. Also vom Gesicht her würde ich sagen, nicht so gut. Aber der Gedanke war da. Naja, dann schauen wir mal rein. Zeig einfach, was los ist, wie es geworden ist. Oder mal ganz kurz, was du gemacht hast letzte Woche. Naja, dann schauen wir doch mal rein. Zeig einfach, was los ist, wie es geworden ist. Oder mal ganz kurz, was du gemacht hast letzte Woche. Wir haben ja hier quasi so ein Hollandia oben aufgebohrt. Genau, und dann hat die Anna freundlicherweise angebohrt das Ganze. Genau. Wir haben hier die CO2-Flasche angestellt. Die stammt ja ursprünglich aus meinem Aquarium. War einfach halt über, ne? Wie das eben so ist. Keine Fischis mehr, hast du gesagt? Keine Fischis mehr, ne. Für die Tomaten auch gut. Fischis habe ich schon noch, aber ich habe das ein bisschen runtergefahren. Das war wirklich sehr viel Aufwand. Aber positiv ist schon mal zu vermerken, die Flasche ist immer noch voll. Also wir haben nicht das so viel reingepustet, okay, als dass sie gleich leer ist. Weil wenn man so eine kleine Flasche sieht, könnte man natürlich denken, ja, die vielleicht ist ja wenig. Platz leer. Nee, ich habe vorhin schon geguckt, also es läuft immer noch. Es blubbert noch, siehst du? Ja, kommt noch was raus. Okay. Das Problem ist, es sieht jetzt nicht so gesund aus hier drin. Ja, stimmt. Die Blätter das ist natürlich nicht die Frage, ja, ob jetzt die Lüftung, ob es an der Lüftung gelegen hat, dass das einfach zu warm war. Hast du es ganz zugehabt, oder? Ich habe es jetzt eben gerade aufgemacht. Eben aufgemacht, okay. Weiß ich, war halt aufgewiesen, aber hast du es eben mal gemacht. Ja, ja, das wird sein, wie gesagt, das CO2 wäre jetzt nicht so dramatisch. Das geht ja hier nach unten, das ist schwerer als Luft. Also man könnte es mal eine Woche laufen lassen mit offenen Blättern. Hätte ich jetzt auch gesagt, aber da muss ich die anderen auch wahrscheinlich davon überzeugen. Die will nicht. Ah. Ob wir das noch mal eine Woche länger laufen lassen, das Ganze, weil ich möchte unbedingt was mit diesem CO2 machen. Guck mal, anstellen. Sogar meine. Ja, deine, da musst du es doch mal mit offener Klappe oben noch mal versuchen. Ja, also, dann das ist doch kein CO2 daran. Ja. Aber ich habe mir da tatsächlich Gedanken gemacht. Die nächste Überlegung wäre, das ist wahrscheinlich noch hirnrissiger als das, was wir hier schon gemacht haben. Wie wäre es denn, wenn man das einfach mal ins Wasser reingibt, wie es für das Aquarium gedacht ist, und dann quasi das Wasser mit CO2 anreichert und das dann. Also auch hier unten in den Tank. Der genau, Hollandia. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja klar, hier Photosynthese funktioniert aber nicht in den Wurzeln. Klar, weiß ich. Aber wir experimentieren ja gerne mal. Aber ich würde das gerne mal rausfinden, ob das in irgendeinem Du hast Einfluss ja jetzt hat. Eh hier, also es macht jetzt auch nichts mehr aus, was wir nicht, ja, genau. nicht testen würden. Richtig, richtig. Dann ist ja die City Garden Academy. Was für meine? Ich habe eine Tomate, ich wusste das gar nicht. Ist das die U-Tomate? Nee. Nee. Big Rainbow. Big Rainbow, ja. Das ist mein Spitzname, aber... Ja, gut. Was haben wir hier noch? Gar nichts. Hier ist Mini Sun, was? Auch Tomaten. Mareno. Weißt du das, Mareno? Ich weiß es nicht. Aber die kommen noch gar nicht. Die wollen noch nicht. Ja, versuch einfach, würde ich sagen, was mehr als nichts passieren kann, nicht? Mehr als nichts passieren kann, nicht. Nee. Da du schon den ganzen Aufbau hier hast. Ja, ja, die Frage ist jetzt nur, ob wir das in Heidelberg machen oder ob wir das in City Jungle machen. Also überall da, wo ein Wassertank ist. Oder direkt am besten gleich im Maxitom. Da können wir auch schöne Haube drüber machen. Dann kannst du es nicht Das wird auch klappen. Können wir auch machen. Ja, nee, ich würde schon ganz gerne abdecken irgendwie. Okay. Aber okay. Und vor allem, wo auch wirklich gleichmäßig viel Wasser drin ist, weil das ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Wie viele Liter passen noch rein? 1,4? 4? So ungefähr, ja. Das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Nee, also das muss ich ja schon schön anreichern. Und deswegen würde ich schon sagen, dass wir das im City Jungle machen. Aber dazu gehen wir, denke ich, über, wenn wir das sowieso nach draußen bringen. Da brauchen wir jetzt, glaube ich, noch nicht mit anfangen. Also verschieben wir die Experimente noch auf ein paar Verschieben Wochen, wir, wir stellen das wieder irgendwo in den Garten. Wir haben es ja. Das kennen wir ja nicht anders. Ne? Lage wieder ein. Bitte? Lagern wieder ein. Wieder in mal, ein ja. Das Lager, ja, die Wolltime, genau. Wenn das Lager voll ist. Ja, die schimpft nämlich dann, wenn wir das alles vollmüllen. Ne? Und dann musst du es wieder aufräumen, aber gut. Männerstyle, ne? Ja, eben. Wir müllen es voll, die Frauen müssen es leider aufräumen. Irgendwo muss es gelagert werden. Ja. So. Der Klassiker, auch hier bei uns. So. Ne? Aber da hat die Anna schon ein gutes Händchen für. Aber ich bin gespannt, weil das ist mal eine Idee gewesen, muss ich sagen. Aber leider... Ja, wahrscheinlich auch nicht, einfach nicht zu Ende gedacht. Das Ding ist, es halt, macht die Sache ja nicht einfacher jetzt vom Handling her. Jetzt muss man an die Lüftung denken. Ich weiß auch nicht, wie es mit dem Licht ist, wie wir das Licht eingestellt hatten. Aber wir können ja mal die Zuschauer fragen. Vielleicht einfach mal unten in die Kommentare mal, ja, gut, dann Kommentare mal schreiben, wenn ihr was wisst, was der Uno machen könnte. Licht einfach das CO2 weglassen, ja. Das wird die Antwort sein. Das wird wahrscheinlich die Antwort sein. Lass doch einfach die Flasche weg. Was soll das? Ja, aber... Vielleicht habt ihr aber mit der Flasche, weil die Flasche haben wir jetzt hier und die müssen wir irgendwas die mitmachen. Die müssen die aufbrauchen. Weil die muss ja leer werden. Ja, eben, da ist ja noch genug drin. Das die Fische wollen sie immer haben, also müssen die Tomaten abkönnen. Eben. Ganz und die anderen schön voll die ganzen Tomaten eingehen. Ja. Ja. Ich habe auch überlegt, ob wir das einfach an dem Jumbo anschließen und das komplette Gewächshaus quasi. Dass die alle so aussehen wie die. Nee, ich glaube, dann ist es schon mal ist es noch was anderes. Ich weiß auch nicht, wie das sich verteilt dann im ganzen Häuschen hier, aber... Gut, es bleibt auf jeden Fall spannend.
Also, sagen wir Experiment. Wir machen es spannend. Ob es spannend bleibt, das wissen wir noch nicht. Experiment erstmal gescheitert, das erste. Ja. Erster Versuch gescheitert, aber wir geben nicht auf. Ja. Wir machen weiter. Ja. Ist wohl so. Gut. Ja. Ja gut, dies kurz zum Zwischenstand. Das wollten wir euch mal zeigen. Die Anna hat vielleicht noch was Neues, was es hier im Garten gibt. Hier neben hast du noch mal die, was hast du da gehabt? Wir ernten gleich mal den Feldsalat. Die Brokkoli kommen auch schon langsam raus. Ist das Brokkoli? Das ist doch schon, doch Brokkoli, genau. Ich glaube, ich gehe mal hinter die Kamera dann. Dann genau, können wir auch ein bisschen schwenken. Ein bisschen rumgehen hier. Wenn wir auch so einen kleinen Zwischenstand haben im Garten. So, jetzt sind wir mal eine Ebene tiefer. Und die Anna hat mir schon eine gelbe Karte gegeben hier. Ja. Gleich kommt die rote. Gleich kommt die rote Karte. Und zwar hatten wir ja vor Wochen schon mal das Problem mit dem Tierchenbefall. Und da haben wir mal so Fallen hier aufgestellt und man sieht den Erfolg. Ohne jetzt mal durchzuzählen, sind mehr als 5. Ne? Also haben einige gefangen, du hast ja noch mehr hier aufgehangen. Und ist deutlich besser geworden. Also nicht mehr das Ganze, wenn man hier, hat man ja früher reingepackt und hat der ganze Boden sich bewegt, mehr oder weniger. Ne? Also es sind keine mehr. Ich sehe auf jeden Fall keine. So ein, zwei werden sich noch verstecken, um dich im Sommer zu ärgern. Die Kamera sieht alles. Die Kamera sieht alles, genau. Wir zählen nachher durch einfach. Ich werde die nachher einzeln durchzählen. Ja, genau, alle aufstellen, hier ein Dreiglied und dann auch durchzählen. Ja, was wir eigentlich wollten, mal zeigen, wie hier der Brokkoli geworden ist. Der ist ja schon richtig gut geworden hier. Auch ein Dreiglied aufgestellt worden. Aber der Kopfsalat, der lässt so ein bisschen die Blätterchen hängen. Und du sagst aber, der wird noch. Der wird noch. Gib ihm noch eine zweite Chance. Ich hätte eine Idee. Lass uns doch mal ein bisschen CO2 da drauf. CO2 vielleicht. Einfach in die Erde reinpumpen. Man weiß es nicht. Vielleicht geht das auch. Man kann es versuchen. Ja, es wird auch jetzt merklich wärmer draußen. Also die Sonne kommt raus. Die Vögelchen draußen sind schon pfeifen. Also es wird Frühling. Endlich. Endlich, ne? Magst ja keinen Schnee, wissen wir ja. Und dann wird das hier hoffentlich auch etwas bunter und fülliger wieder alles werden. Sieht ein bisschen karg aus. Aber für die Jahreszeit ist es okay und es wird ja hoffentlich. Hast du drüben auch schon was angepflanzt auf der Seite? Irgendwo? Nein, noch nicht. Noch gar nichts? Nur da, das war das, wo wir umgraben hatten, wo die ganzen Tierchen waren, gell? Genau. Und was planst du da so? Da kommen die Gurken bald hin. Bald Gurken? Okay. Und Bananen vielleicht? Und Bananen. Meinst du, es gibt Bananen dieses Jahr? Nein. Ich glaube auch nicht. Schon jahrelang hier, aber nicht eine Banane gebracht. Ne? Komisch. Und hier hinten, du kannst ja mal zeigen, und der Kamera kann dir mal herkommen. Guck mal, die Gießkanne wegstellen hier. Gucken wir mal, was haben wir denn hier? Ja, also das ist ja alles quasi. Ich will noch mal so ein paar Sachen mir rausfischen hier. Kellogg's Breakfast. Kellogg's kann man hier auch anpflanzen. Da wir keinen Markennamen nennen hier, das müssen wir jetzt rausstreichen. Kopfsalat kann ich lesen. Braucht man den gar nicht kaufen, ne? Ne, braucht man eigentlich, kann man einfach, genau, einfach hier. Aber ist ja auch ein Spielzeug dabei. Hast du auch Spielzeug versteckt drin? Ne, also nichts für Kinder. Das ist ja schwach, finde ich. Ne? Das hat man schon mal so eine schöne Cornflakes-Packung hier. Ah, da hast du mehr davon. Okay. Das ist wahrscheinlich eine Tomate, oder? Nehme ich das mal stark. Das sind alles Tomaten. Ja, hier ist Kopfsalat. Ja. Jetzt erzähl doch nicht sowas. Ne? Ich meine halt Brokkoli und Außer die Brokkoli, außer den 5 anderen Sachen, das ist alles Tomaten hier. Genau. Ah, und Paprika dahin. Und Paprika. Gut, also bist schon bestens gerüstet für den Sommer. Richtig. Die Sonne kommt auch, es ist richtig warm, wenn die Sonne kommt. Hast gut vorgearbeitet und gibt es im Sommer vieles zu essen wieder. Ja. Die große Frage ist ja, wo pflanzen wir das überhaupt an? Ne? Ja. Für alle, die uns schon länger kennen, ihr habt bestimmt bemerkt, wir verfügen hier nicht über unbegrenztes Platzangebot. Nee, also wenn das alles wird, dann. Wir müssen tatsächlich dann sehen, wo wir es dann hinmachen. Und da kommen wir, glaube ich, auch schon mal so einen kleinen Schwenk. Du hast hier wieder Kaninchen. Ne? Hast du wieder Kaninchen überhaupt noch? Ja, ja, das gibt's ist noch. Dann ist Salat doch perfekt für die Bilder. Ja, aber wohin damit? Ne? Ja. Erst muss hier mal groß werden. Ne? Die müssen ja erstmal groß werden. Ja, ja. Und da können wir ja schon mal anteasern. Wir haben demnächst ein neues Hochbeet-System. Ihr habt es vielleicht schon gesehen. Hier unten, bisschen genau. Anhand der, schon ein bisschen der Folgen, die wir bisher gemacht haben. Da haben wir es schon ein bisschen angeteasert. Ihr dürft gespannt sein. Da ist auf jeden Fall was in Planung. Genau. Dauert auch nicht mehr allzu lange. Wie gesagt, ist ja auch bald da so baut die Anna dann verschiedenste Formen und Größen. Bin ich gespannt. Und dann sind wir vor allen Dingen gespannt, ob wir dann den nötigen Platz haben, um das alles unterzubringen. Dann, ne? Da muss vor allem wichtig ist die CO2-Anlage. Vielleicht kannst du die auch in dein Hochbeet einbauen, ich weiß ja nicht. Ja, die musst du irgendwo. Kannst du komplett alles verkabeln einfach. Das wird der Riesenrenner. Da brauchst du auch größere Flaschen. Ja, gibt's ja auch. Ja, wenn du dann noch alles kannst, so viel verkabeln willst. 11 Kilo Flaschen. 11 Kilo Flaschen auf jeden Fall. Ja, ja. Ich weiß nicht. Anna freut sich schon. Wir freuen uns alle. Wir können es, glaube ich, unter dem Punkt Experiment abhaken irgendwann mal. Ja. Aber gut. Ich mach die jetzt mal auf, ja. Die tun mir echt leid. Ja, das wird dann die Referenz. Gib dir mal eine Chance. Mach die Flasche zu. Irgendwer mal fragt, was ist denn hier mit CO2 und so? Brauchst du vielleicht Sauerstoff? Anders, genau, in die Richtung musst du drehen. Nee, aber so geht's auf. Nein, nee, das ist so. Der Druck geht aber weg da unten. Ach, jetzt habe ich es. Gut, das habe ich durch Endlos hier. Jetzt ist so. Sieht man das? Ja. Sonst fällt es gleich noch auf, mein Tomätchen. Kannst du mal den Schlauch einfach mal reinhalten in das Wasser, ob da was kommt? Ja.
Dann mal doch andersrum. Nee, das Nadelventil dann. Naja, gut, wie dem auch sei. Ach, hier neben, jetzt habe ich es hier, jetzt müsste es wechseln. Jetzt am kleinen Ventil, das war lag's noch dran. Okay, dann haben wir alles zu. Perfekt. Auf jeden Fall, das ist ein Experiment, darfst du einlagern. Endlosen Weiten deiner Halle. Und dann demnächst herausholen, wenn Uwe weitermachen will. Ja, Experiment, bisher nicht geglückt, aber vielleicht kommen die noch die Pflänzchen, die Sonne. Werden retten vielleicht. Ja. Und dann werden wir euch auf jeden Fall informieren, was es Neues auf dem Bereich Experiment gibt. Ja. Und wie die ganzen Sachen demnächst dann auch im Garten kommen mit neuen Hochbeeten. Ja. Ja. Du machst das ja nicht. Ich mach das nicht. Ich wollte gerade sagen, ihr seht mich heute zum letzten Mal. Ich bin dann woanders aktiv zukünftig. Das heißt, die Anna wird dann alles hier federführend übernehmen. Und euch demnächst. Du musst keine Sorgen haben, dass ich jetzt da vorne hinkrabbel. Das wird nicht passieren. Aber es wird vielleicht nicht mehr aus dem hinteren Bereich. Ich werde, wenn dann überhaupt was aus dem Hintergrund labern. Ja. Und die Anna wird das hier schon ganz alleine wuppen. Genau. Wird die schon meistern. Wurde ja gut angelernt. Macht ihr mal ein bisschen Mut. Schreibt mal in die Kommentare, wie toll sie das macht. Genau. Und was ihr sehen wollt, was ihr für Fragen habt. Genau. Wir wollen ganz viele Likes sehen, vor allen Dingen jetzt. Genau. Welche Pflanzen noch fehlen? Außer Kopfsalat und Tomaten. Brokkoli, ja, das hast du alles. Wie sieht es denn aus mit Rosenkohl? Rosenkohl? Ist mir jetzt so spontan eingefallen. Magst du Rosenkohl? Ja, total. Echt? Der ist aber eher was für draußen, ne? Den machen wir eher draußen und in dem draußen Winter. Draußen, die brauchen ja auch Frost. Erinnere ich mich dran. Du musst dir erst testen, denn ich bin jetzt mit Test nicht mehr da, also musst du dann der Uwe quasi alles testen. Nach Hause. Das ist sehr aufdringlich von dir. Nein, deine Sachen waren immer sehr gut gewesen. Ne? Aber mit einer super Maschine, will ich mal hier vorheben, hast du immer sehr gut gekocht. Ne, Uwe, also war mal gut. Ja, mal gucken, was wir dieses Jahr trotzdem noch hier präsentiert bekommen. Irgendwie. Gut, ja, wie gesagt, von meiner Seite aus sage ich vielen, vielen Dank für all die Jahre, fürs Zuschauen. Hat mich sehr gefreut, hat mir viel Spaß gemacht mit euch auch. Euch sage ich auch danke. Und dann zukünftig im kleineren Team mit Anna und Uwe. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen, Glocke aktivieren, Kommentare reinschreiben, was die Anna machen soll dieses Jahr. Endlich ist er weg. Endlich ist er weg. Endlich werden die Folgen gut. Wir wollen die ganze Zeit die Anna sehen und jetzt ist... Endlich habt ihr es geschafft. Jetzt ist er endlich weg. Dann sage ich, endlich bin ich weg. Vielen Dank fürs Zuschauen trotzdem. Bleibt schön. Dann sage ich trotzdem, vielen Dank fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Garten im Sommer, dass vieles wächst, alles gut wird im Garten, die Sonne kommt. Ne? Sonne ist ganz wichtig bei dir auch. Ne? Ja. Und dann bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.